Hallihallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, zurück zu einem neuen YouTube-Video hier von mir. Ich möchte euch gerne mal einen coolen kleinen Trick zeigen, wie ihr 100 Pinterest-Pins in einem Klick eigentlich oder vielleicht zwei Klicks erstellen können. Und das Ganze funktioniert nämlich mit Tailwind. Also wer Tailwind noch nicht kennt, Tailwind ist das Planungstool für Pinterest. Man kann auch andere Social-Media-Sachen da drin planen, also zum Beispiel so wie Instagram-Posts oder Facebook-Posts. Und grundsätzlich ist ja Pinterest, weil ich gesagt habe, andere Social-Media-Kanäle, grundsätzlich ist ja Pinterest gar kein Social-Media-Kanal. Und zwar ist ja Pinterest eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern es ist ja eine visuelle Suchmaschine. Also mehr, es ist mehr, näher dran an Google als an Instagram oder TikTok oder Facebook. Ja, das erst nochmal grundsätzlich als kleine Wiederholung. Ich habe ja schon ein Video darüber gemacht, so über meinen Pinterest-Flow, Workflow, den ich so erstellt habe. Hier nochmal ganz kurz als kleine Erinnerung. Was wird denn eigentlich auf Pinterest gepinnt und welche Formate sind es? Also es ist ja so, wenn ihr Reichweite über Pinterest aufbauen wollt, und ich kann das wirklich, wirklich nur empfehlen, es lohnt sich, es funktioniert sehr, sehr gut, um einfach sogenannten Cold-Traffic auf eure Webseite zu lenken. Hier geht es nicht darum, ob euch jemand kennt, ob ihr markenbekannt seid oder wie viele Follower ihr habt, sondern hier geht es darum, was macht ihr für Content, spricht ihr die Zielgruppe an und dann klicken die Leute. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön, gerade für kleine Unternehmerinnen, die halt sagen so, hey, ich mach doch guten Content, warum kauft denn keiner, warum kommt denn keiner auf meine Webseite? Tada! Hier, dafür ist Pinterest gedacht. So. Und wir haben eigentlich so zwei grobe Formate, die halt sehr, sehr gerne benutzt werden. Wir haben einmal von Pinterest an sich ist ein empfohlenes Format. Das ist diese 1000 Pixel mal 1500 Pixel. Die sind auch, ne, wenn ihr Pinterest-Pins auch schon vorher gestaltet habt, dann geht das ja ganz einfach über Canva. Da hat Canva auch eingestellt als Designvorlage. Dieses Format. Und dann gibt es aber auch noch das Format, das 1920 mal 1080. Das ist so auch dieses Hochkant-Videoformat, das man auch so kennt. Und es gibt natürlich auch manchmal so 1:1-Formate, die jemand hochlädt. Man kann natürlich auch direkt von der Webseite ein Foto hier auf Pinterest pinnen. Das geht natürlich auch und daher kommen dann auch manchmal andere Formate zustande. Aber so diese beiden grundsätzlich, hier diese beiden, ne, das 1000x1500 und 1920x1080 Format. Das sind so die Standards für Pinterest. Okay, also ja, absolute Empfehlung. Und hinter jedem Foto, also so funktioniert ja Pinterest, hinter jedem Bild, Foto liegt ja, oder hinter jeder Grafik liegt ein Link und der führt dann weiter zu einer Webseite, zu einem Shop, zu einem Buch, whatsoever, was ihr nicht teilen dürft, welche Links ihr nicht einfügen dürft, direkt in Pinterest hinterlegen, hinter die Pins, das sind Affiliate-Links, das ist einfach nochmal als kleine Erinnerung, da müsst ihr dann erstmal ein Workaround, vielleicht über einen Blogartikel zum Beispiel, da könnt ihr dann in den Blogartikel eure Affiliate-Links mit einbauen, also das geht natürlich dann auch. Genau, ich mache das tatsächlich auch so und das ist auch so gängige Praxis, aber bitte nie direkt hinter den Pinterest-Pin eine Affiliate-Link, das verstößt gegen die Richtlinien von Pinterest und es kann dafür sorgen, dass euer Pinterest-Account gesperrt wird. So, aber ansonsten, wenn ihr halt einfach nicht mit Affiliate-Links arbeitet und mit euren Blogartikeln oder mit euren Shop-Produkten, auch eine sehr, sehr coole Sache, ihr könnt natürlich eure Verkaufsprodukte immer direkt auch euer eigenen Shop hinter eine Grafik, hinter ein Bild legen, damit die Leute, wenn sie hier raufklicken, ihr seht es dann hier schon, wo wird es weitergeleitet, ne, wo geht es dann hin, hier geht es zum Beispiel zu war auch ganz witzig. Ja, also das so als nochmal ganz kurze Wiederholung, warum Pinterest, wie das so funktioniert. Und wir brauchen ja, um auch Pinterest gut zu pinnen, ein Planungstool, damit wir richtig viele Pins, also die Empfehlung ist schon so 2 Pins pro Tag, glaube ich. Aber selbst das ist vielleicht, also es gibt jetzt nicht so die grundlegende Empfehlung, wie viele Pins muss ich denn in der Woche oder im Monat pinnen. Aber hier ist natürlich viel, hilft viel. Es müssen aber natürlich auch qualitativ hochwertige Pins sein. Wenn ihr nur einmal am Tag pinnt, ist auch voll okay. 2 oder 3 Mal am Tag, das ist eigentlich tatsächlich total super. Und das ist auch ganz gut machbar. Ich habe es auch schon mal erklärt in meinem YouTube-Video, mein Pinterest-Workflow. Wer sich dafür interessiert, schaut euch das Video auch gerne nochmal an. Und wie man das einfach schaffen kann, weil es klingt erstmal total viel, dass man da viele Pinterest-Pins braucht, braucht man aber eigentlich gar nicht, sondern man kann innerhalb von 4-5 Stunden eigentlich so einen ganzen Monat Pinterest vorplanen. Und wenn ihr das machen wollt, wirklich Zeit einsparen, dann nutzt bitte auf jeden Fall Tailwind. Das ist einfach ein sehr, sehr cooles Tool dafür. Okay.
Ich habe jetzt hier Tailwind und wenn ihr euch jetzt fragt, das, was ich jetzt euch zeige, brauche ich dafür irgendwie, kann ich das auch mit der Free-Variante machen? Es gibt ja in Tailwind auch die Möglichkeit, nur im Free-Plan zu bleiben oder muss ich dafür bezahlen? Also ihr könnt das so, wie ich es mache, auch in dem Free-Plan machen. Allerdings werden euch dann nur 20 Pinterest-Pins angezeigt und ich zeige euch das jetzt mit meinem Bezahl-Account und da werden mir dann 100 Pinterest-Pins angezeigt. Ja? Und ich habe ja schon gesagt, also wenn ihr mit Pinterest durchstarten wollt oder ihr habt Tailwind sowieso schon, dann macht es auch Sinn, tatsächlich über die Bezahlfunktion zu gehen, also für das Tool auch zu bezahlen. Es lohnt sich wirklich, das, was am Ende dabei rauskommt. Und genau, also ihr habt dann bei mir hier unten auch nochmal einen Link in der Beschreibung drin, wie ihr da direkt zu Tailwind kommt. Alright, hier bin ich jetzt in meinem Tailwind Dashboard und ich gehe jetzt hier einfach mal auf Create und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, also ein Foto einzugeben. Also ihr seht es hier auch bei bei Pinterest. Ne, sie sind eigentlich relativ ähnlich aufgebaut, die Pinterest-Pins. Wir haben immer so ein Foto, dann haben wir Schrift irgendwie mit drin. Wir haben jetzt hier gar nicht so die ganz klassischen. Wo haben wir denn jetzt hier? Ich scroll mal hier. Das hier ist zum Beispiel ein sehr klassisches Bild. Also wir haben im Hintergrund haben wir ein Foto und dann im Vordergrund haben wir dann die Schrift, die relativ groß ist, damit man das auch sehr, sehr schnell lesen kann. Oder dieses Bild hier, ne? Von Annika von Pindig Reich. Sie macht auch sehr, sehr guten Pinterest-Content, tatsächlich auch auf TikTok. Der kann man auf jeden Fall folgen. Und dann gehe ich mal zurück. Also wir brauchen ein Foto oder zwei Fotos. Ihr könnt auch mehrere eingeben. Und dann können wir den Text eingeben. So, und ihr habt hier verschiedene Möglichkeiten. Also ihr könnt einmal ein Foto hier hochladen und ich zeige euch mal das, wie ihr das machen könnt. Ich gebe jetzt hier oben mal Pixabay ein. Pixabay ist eine Plattform für Stockfotos, die ihr kommerziell frei benutzen könnt. Also hier ist jetzt Pixabay. Sind schon mal ganz schöne Fotos hier dabei. Und ich gebe jetzt mal Frau mit Buch ein, weil ich gleich einen Pinterest-Pin machen möchte. Hier, das sieht doch irgendwie schon ganz nett aus. Das lade ich mir herunter. Hier reicht mir tatsächlich auch die 1920x1280 Auflösung. Ich muss nicht die allerhöchste machen, weil es wird nur ein Pinterest-Pin zum Beispiel. Dann gehe ich auf Download. Ich muss noch verifizieren, dass ich kein Roboter bin. Hier könnt ihr auch nochmal sehen, die Pixabay-Lizenz, kein Bildnachweis nötig. Und ihr könnt sie frei verwenden unter der Pixabay-Lizenz. Alright, dann habe ich jetzt ein Foto mir heruntergeladen. Das kann ich jetzt hier einfügen. Ich habe auch die Möglichkeit, über Tailwind direkt mir ein Stockfoto, ich gebe einfach mal Buchfrau, also hier gibt es auch frei zu verwendende Stockfotos, die ihr benutzen könnt. Und jetzt gibt es auch ganz neu in Tailwind ein Create Image with Ghostwriter. Das ist eine KI, eine künstliche Intelligenz, die dahinter steckt, mit der man auch Bilder kreieren kann. Ich habe es letztens schon mal ausprobiert. Puh, ist noch nicht ganz so ausgereift, glaube ich. Bei mir hat es jetzt noch nicht ganz so gut funktioniert. Und ihr seht jetzt hier bei den Stockfotos von Tailwind, wenn ihr kurz mal hier Buch und Frau, da kommen jetzt nicht so coole Fotos bei raus. Deswegen, ich bleibe einfach bei, ihr könnt es auch über die URL einfach einfügen. Ich gehe jetzt hier über Browse, gehe drauf und suche mir über meinen Schreibtisch mein Bild heraus, lade das hoch und jetzt kreiert er schon die Posts, hier seht ihr das schon. Und ich gehe hier auf Text und mache einfach Buchtrends in 2023. Genau, das ist mein Head-Title, mein Übertitel. Ihr könnt ja noch einen Untertitel und noch einen Call-to-Action. Ich gebe mal einen Call-to-Action ein. Jetzt klicken. So kann das aussehen und wir können natürlich auch die Schriftart ändern und dafür nehme ich für den großen Titel, hier könnt ihr direkt auch Search machen, ihr könnt auch eure eigene Schriftart hochladen, wenn ihr natürlich über euer Branding gehen wollt und ihr habt eine eigene CI, Schriftart, Corporate Identity, dann könnt ihr das natürlich auch hochladen. Ich gebe jetzt einfach mal Bold ein, weil ich möchte mir jetzt ganz gerne eine dicke Schriftart aussuchen. Roboto ist ja auch ganz, ganz nett, relativ einfach. Ich probiere mal die hier. Die ist, glaube ich, ein bisschen zu abgefahren. Wichtig ist, dass ihr eine Schriftart verwendet für eure Pinterest-Pins, die wirklich gut zu lesen sind. Ganz klar und deutlich. Das ist immer ein bisschen besser. Okay, ich lasse es jetzt bei dieser Schriftart.
Und kann jetzt hier mein Call to Action, den lasse ich einfach so. Und habe jetzt hier, das finde ich auch nochmal sehr, sehr schön, die Farbpaletten. Und von der Farbpalette kann ich mir, also es gibt so viele verschiedene Farbpaletten. Einfach, wie stellt ihr euch euren Pinterest-Pin vor? Wir haben hier so Light and Bright oder eher so diese Earthy Colors. Alles so ein bisschen neutral sozusagen. Auch hier ein bisschen lila, Blueberry. Wir lassen das jetzt mal. Okay, und ihr seht jetzt hier, schaut euch das mal an, wie viele Pinterest-Pins er hier erstellt hat. Es ist der Wahnsinn. So, diesen hier finde ich tatsächlich auch schon ziemlich cool. Wir können hier einfach auch mal machen, wir können hier auf Shuffle Colors machen. Hier sind jetzt nicht so viele Farben mit dabei, deswegen probiere ich das einfach mal hier, Shuffle Colors. Wenn wir halt sagen, so, hey, ich hätte ganz gern einfach statt dem Grün. Aber mir gefällt die Aufmachung vom Pin einfach voll gut. Dann kann ich halt sagen, okay, dann kann ich hier auf Select gehen. Also die Postings, die mir gefallen. Ich gehe hier auf Continue Selecting. Ich suche mir noch den aus. Continue Selecting. Und ich glaube, es waren, ich kann mir maximal 5 aussuchen. Und ich suche mir hier einfach mal die 5 Pinterest-Pins. Das hier sieht auch irgendwie ganz nett aus. Also hier sind ja irgendwie schon sehr, sehr nette Pins dabei. Und also schaut mal hier, wie viele Pins. Ich glaube, bei mir zeigt er in meinem Abo sogar 200 an. Also das ist der absolute Wahnsinn, wie viele ihr hier einfach generieren lassen könnt. Und das ist noch mal schneller, als sich Pinterest-Pins in Canva selbst zu erstellen. Deswegen, genau. Okay, ich nehme jetzt noch das hier. Also ich habe mir jetzt welche ausgesucht, 4 Stück und Continue Selecting oder Review Designs. Dann gehe ich auf Review Designs und so sehen die aus. Und dann kann ich jetzt, ich kann sie auch downloaden oder ich kann zum Go Schedule. Dann suche ich mir meinen Pinterest-Account aus, auf dem ich das gerne posten möchte. Und was ihr jetzt machen könnt, ich mache das auch manchmal, ich generiere mir erstmal ein paar Pinterest-Pins. Ne? Also ich kann jetzt direkt hier den Titel eingeben, meine Pin-Description und meine URL dazu. Ich kann aber auch einfach sagen, save for later, alle. Ich mache jetzt einfach alle, save for later, weil ich jetzt gerade das einfach nicht möchte. Ich möchte die jetzt gerade nicht komplett schedulen, sondern ich habe sie jetzt erstmal für später mir abgespeichert. Und die finde ich dann unter Drafts wieder. Ich gehe einfach auf Drafts. Und hier habe ich eine Menge an Pins mir jetzt generiert und kann dann von hier aus sagen, okay, jetzt nehme ich mir die Zeit und jetzt schedule ich oder jetzt gebe ich halt den Pinterest-Title ein, die Beschreibung und die URL und alles nacheinander arbeite ich dann einfach ab, um in meinem Workflow drin zu bleiben. Ich mache das tatsächlich so, aber genau, das nur so als Empfehlung. Ihr könnt das gerne handhaben, wie ihr das möchtet. Ich hoffe, euch hat der kleine Trick gut gefallen und ihr nutzt ihn auch, wenn ihr Tailwind habt, weil ich finde es tatsächlich sehr, sehr praktisch. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Nachmachen. Bis dahin, ciao! Thank you.